Seit September 2022 ist Özbejul Yusufdemir mit Galatasaray Istanbul unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige ist jedoch derzeit kaum ein Zug im Top-Türkisch-Club. In der Türkei, dem er kommt, nur zu 6 Missionen. ÖFB, Sportdirektor Peter Schöttl erwartet weiterhin eine erfolgreiche Zukunft des Offensivtalents in der Nationalmannschaft. Er hat in den letzten Jahren etwas mehr als 90 Minuten sehr wenig gespielt. Das ist natürlich suboptimal im Alter, sagt Schöntl. Trotzdem hat er ein großes Potenzial, in diesem Fall bin ich überzeugt, dass es wieder ein Thema für das A-Team sein kann. Derzeit auch U21 kein Problem, Demir war bisher in 4 Spielen für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Feld. U21, Teamchef Werner Gregoritsch. Schöttl hofft daher auf eine frühzeitige Verbesserung gegenüber der sportlichen Situation von Demir. Wir alle wissen, dass er wirklich Qualität hat. Er wird im Sommer nur 20 Jahre alt. So viel ist möglich, aber die nächste Station sollte zu 100% passen. Oder es hat sich bei Galatasaray, hilft ihnen in Bezug auf Sport nicht, wenn sie gute Clubs in ihrem Lebenslauf haben.